als Schuld. Du bist derjenige, der das Schuld ist, was ich doch nicht in das Leben genommen hat. Die Tochter der Frau ist vergewaltigt worden und hat sich nach der Tat das Leben genommen. Vor dem Gerichtsgebäude trifft die Mutter noch einmal auf die Verdächtigen. Du brauchst gar nicht wegzulaufen! Scheiße, Stief! Ihr seid Mörder! Mörder seid ihr! Meine Tochter ist tot, egal! Punkt 12 Reporterin Kirsten von Keitz erzählt die tragische Geschichte, die hinter diesen Szenen steckt. Die Familie, die geschiedenen Eltern und die Geschwister sind verzweifelt. Die Angeklagten geben sich cool. Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Denken Sie da manchmal drüber nach? Nur Gott kann man Menschen bestrafen, okay? Nur Gott. Alles klar? Der Prozess um die vermeintliche Vergewaltigung von Nadine Münster. Ein Prozess, der viel Aufsehen erregt und viel Schmerz zurücklässt. Ein Schmerz, mit dem die geschiedenen Eltern ganz unterschiedlich umgehen. Werden die Männer, die meine Tochter vergewaltigt haben, wirklich freigesprochen? Das ist die Frage, die Volker Münsters Denken bestimmt. Vor anderthalb Jahren ist ein Teil von ihm gestorben, seine Tochter Nadine. Volker Münster ist ein verzweifelter Mann, aber er ist unglaublich ruhig und tapfer. Das empfinde ich auch wieder so, als ich ihn einige Tage vor der Urteilsverkündung zu Hause treffe. Im Sommer haben wir über ihn und das Verfahren um die Vergewaltigung seiner Tochter bereits berichtet. Ein Verfahren, an dem er endgültig zu zerbrechen droht. Herr Münster, wie ist es Ihnen in den letzten Monaten ergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Es hat sich überhaupt nichts verändert. Es ist nach wie vor immer noch so, dass sie gedanklich völlig präsent ist bei mir und sie mir unheimlich fehlt. Es ist eben so, dass ich glaube, ich brauche noch sehr lange, damit überhaupt zu lernen, damit zu leben. Alles beginnt im Dezember 2007. Die erfolgreiche Studentin Nadine lernt in einer Lübecker Disco Collins Y kennen. Sie flirten. Schließlich geht sie auf einen Café mit ihm in seine Wohnung. Dort wartet ein zweiter Mann, Isaac B. Dann haben mich die zwei Männer stundenlang vergewaltigt, hat Nadine ihrem Vater erzählt. 8 Monate nach der Tat hält Nadine es nicht mehr aus. Obwohl sie zwischenzeitlich in psychologischer Behandlung ist, flüchtet sie in den Tod. Und ich weiß nicht, irgendwie den Nachmittag. Irgendwie spürte ich das schon, dass da das zumindest was nicht in Ordnung ist. Tja, dann fand man auf ihrem Tisch eine große Flasche Selta und 85 leere Schlaftablettenpackungen. Nadine hat mehrere Aussagen zur Vergewaltigung bei der Polizei gemacht. Trotzdem gibt es juristische Probleme, erklärt uns der Anwalt von Volker Münster schon im Sommer. Beide Männer werden direkt nach der Tat festgenommen und verhört, aber es gibt Ermittlungspannen, zum Beispiel kein klares Konzept bei der Befragung. Das Handyvideo der Tat ist nicht eindeutig. Außerdem fehlt die wichtigste Zeugin, denn sie ist tot. Eine Chance für die Angeklagten? Als ich die jungen Männer, die zum Teil noch wegen einer zweiten Vergewaltigung angeklagt sind, vor Monaten im Gericht erlebe, bin ich schockiert von ihrem Auftreten. Sie beschimpfen und bedrohen mich und mein Kamerateam im Gerichtsgebäude, wo wir nicht drehen dürfen. Mit eindeutigen Gesten machen sie unmissverständlich klar, welche Sprache sie sprechen. Ihnen im Gerichtssaal immer wieder gegenüber zu sitzen, ist schon im Sommer fast unerträglich für Volker Münster. Ich muss mich eigentlich wirklich zusammenreißen, dass ich auf der einen Seite nicht in Tränen ausbreche und auf der anderen Seite nicht vielleicht sogar auf sie losgehe. Sie schmunzeln, sie lachen über gewisse Aussagen, die hier gemacht werden. Sie nehmen das Ganze nicht für toll. Das ist unerträglich für Sie, oder? Ja, es ist auch. Bis zu dem Zeitpunkt unseres ersten Beitrags sind alle Angeklagten auf freiem Fuß. Daran ändert auch ihr Vorstrafenregister, das von schwerer Körperverletzung bis zu schwerem Diebstahl reicht, nichts. Aber nach der Ausstrahlung unseres Berichts kommt etwas Bewegung in die Sache, erzählt mir Herr Münster bei unserem erneuten Treffen. Herr Münster, was hat sich denn nach unserem letzten Bericht getan? Ja, zumindest kam ja vor dem Gericht Reaktionen in Bezug auf die Sendung und den einen Angeklagten haben sie ja sogar wieder in Untersuchungshaft genommen, wobei ich denke, dass die Ausschreibung bei ihnen da
auch mit zu beigetragen hat. Zudem wurde aber auch gesagt, dass er eben gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Ob Nadine das beruhigt hätte? Mindestens zweimal pro Woche besucht der Vater sein Kind auf dem Friedhof. Und immer wenn er hier am Grab seiner Tochter steht, wird ihm schmerzlich klar, dass sie wirklich und unwiderruflich tot ist. Zu guter Letzt bin ich nur froh, dass Nadine dieses ganze Sommerium mit diesem Prozess nicht durchleben muss. Für sie wäre es sicherlich noch viel, viel schlimmer gewesen. Haben Sie Angst davor, dass Sie, wenn das Urteil gefallen ist, hier stehen müssen und ihr sagen müssen, Sie sind nicht bestraft worden? Sicherlich. Es ist einfach unvorstellbar. Am Tag der Urteilsverkündung schafft Volker Münster es nicht, zum Lübecker Gericht zu kommen. Es ist zu viel für ihn. Aber viele Freunde von Nadine sind da, auch ihre beste Freundin Pia. Alle haben Angst vor einem Freispruch. Und Nadines Mutter, die von Volker Münster getrennt lebt, betritt zum ersten Mal das Gerichtsgebäude. Bislang hatte sie nicht die Kraft, mit uns zu reden. Jetzt ist es ihr Wunsch. Was geht im Moment in Ihnen vor? Tut weh. Irgendwie habe ich auch Angst. Aber ich will mir diese Menschen angucken, die unserer Tochter das angetan haben. Sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die freigesprochen werden. Wie gehen Sie damit um? Schwer. Sehr schwer, weil ich es nicht verstehe. Nur da, weil meine Tochter nicht mehr ist, dass sie dann einen Freispruch bekommen sollen, das ist ungerecht. Wenige Minuten vor Beginn der Urteilsverkündung kommt auch Collins Y. endlich am Gericht an. Tut es Ihnen leid, was Sie getan haben? Haben Sie Schuldgefühle? Ja oder nein? Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Denken Sie da manchmal drüber nach? Nur Gott kann man Menschen bestrafen, okay? Nur Gott. Alles klar? Ciao. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, so entscheidet das Lübecker Landgericht. Die Vergewaltigung von Nadine Münster kann nicht bewiesen werden. Freispruch für die Angeklagten. Unverständlich nicht nur für die Familie, sondern auch für Nadines beste Freundin Pia. Sie haben jetzt das Urteil und die Begründung des Gerichts gehört und all die Zweifel, die das Gericht auch an Nadines Aussage hat. Wenn Sie das alles hören, kommen Sie dann auch ins Zweifel? Nein. Also für mich steht es nach wie vor fest, dass es eine Vergewaltigung gewesen ist. Ich habe sie an demselben Tag kurz danach erlebt. Und wenn man Menschen so lange kennt, wir kannten uns ca. 10 Jahre, denke ich, kann ich schon einschätzen, wie es ihr ging und was sie erlebt haben muss. Was sagen Sie zu dem Urteil? Ich kann es nicht verstehen. Und ich kann es vor allen Dingen auch aufgrund dessen nicht verstehen, dass die Täter die Öffentlichkeit bekommen und ich sage mal ganz plakativ, Steuergelder dahin investiert werden, dass die integriert werden und in Maßnahmen gesteckt werden. Wobei ich mir die Frage stelle, wo sind die Hilfen für die Opfer, für die Angehörigen? Eine Revision wird es wohl nicht geben. Volker Münster fehlt die Kraft. Er muss jetzt probieren, endlich abzuschließen. Nachdem er seiner toten Tochter erzählt hat, dass die Männer, die sie in der verhängnisvollen Nacht im Dezember 2007 getroffen hat, von Schuld freigesprochen sind.